Hack, HDR und Hitbox. Wie in jedem anderen Bereich auch, gibt es im Gaming jede Menge Begriffe, die alle benutzen, aber nur die Hälfte verstehen. Damit ihr den Durchblick habt, stellen wir euch eine Sammlung von Begriffen zusammen, die ihr kennen solltet. Und wenn es nur ist, um dem aufgeblasenen Möchtegern-Pro zu sagen, dass es GIF heißt und nicht GIF. Himmelherrgott, ich sag ja auch nicht Gießkanne oder GIFT oder Giraffe. Giraffe vielleicht. Diese Woche sind wir beim Buchstaben H. Hack kann mehrere Bedeutungen haben. Zum Beispiel nutzen es viele als Umschreibung fürs Cheaten. Wer zu gut ist, der muss ein Hacker sein. Hacken kann aber auch anders verstanden werden. Zum Beispiel, indem man mit der Software oder Hardware eines Geräts spielt und so Herstellerbegrenzungen umgeht. Zum Beispiel mit dem PlayStation-Hack, bei dem mit einem Chip der Kopierschutz der PlayStation umgangen wird und der es deswegen möglich macht, gebrannte Spiele auf der PlayStation zu spielen. Das Umgehen oder Entfernen von Herstellerbeschränkungen, zum Beispiel das Erweitern des iOS-Betriebssystems um mehr Zugriffsrechte, wird auch Jailbreak genannt. Kommen wir zu einem eher schwierigen Begriff: Hakenkreuze. Die waren das Erkennungszeichen der Nazis und sind deswegen in allen Videospielen, die in Deutschland von der USK freigegeben werden sollen, verboten. Nazi-Symbolik darf auch in Film und Fernsehen nur dort eingesetzt werden, wo sie Kunst oder Bildung dient. Zwar gibt es ein Urteil von 2008, in dem Videospiele als Kunst angesehen werden. Trotzdem fällt das Abbilden von Nazi-Symbolik sowie die Wiedergabe von Nazi-Parolen unter Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichen in Unterhaltungsmedien. Wolfenstein war eines der ersten Spiele, die deswegen in Deutschland zensiert erschienen sind. South Park, der Stab der Wahrheit, ist das momentan wahrscheinlich bekannteste. Die Diskussion, ob Videospiele Kunst, Unterhaltung oder vielleicht beides sind, ist jedoch noch viel größer. Der nächste Begriff ist sehr einfach. Ein Handheld ist eine Konsole, die man, Achtung, in der Hand hält. Ha! Aber Spaß beiseite. Handheld-Konsolen sind alle tragbaren Konsolen, von Game Boy über PS Vita bis hin zur Nintendo Switch, die ein Hybrid aus Handheld und stationärer Konsole ist. HDR ist die Abkürzung für High Dynamic Range. Auf Deutsch ist das der Dynamik- oder Kontrastumfang. Für die Erklärung setze ich mal kurz meine Professorenbrille auf. In Bildern und Videos bezeichnet das den Quotienten aus größtem und kleinstem von Körnung unterscheidbarem Helligkeitswert. Ich würde meine Professorenbrille jetzt wieder absetzen, aber leider bin ich kurzsichtig. Geht aber auch so. Kurz gesagt bestehen High Dynamic Range Bilder oder Aufnahmen aus mehreren übereinander gelegten Aufnahmen, die so einen höheren Kontrast erzeugen. Das Bild wird klarer und schärfer. So können wir weit entfernte Objekte besser wahrnehmen oder Konturen in Schatten ausmachen. Neuere Konsolen wie die PlayStation 4 Pro können Spiele in HDR darstellen, wenn diese HDR optimiert sind. Zum Beispiel Uncharted 4. Der Headbob könnte auf den ersten Blick was mit dem Bunnyhop zu tun haben. Hat es aber nicht. Tatsächlich ist damit das Kopfwippen gemeint, wenn wir uns in einem Spiel mit First-Person-Sicht bewegen. Zum Beispiel beim Laufen oder Erklimmen von Treppen. Der Headbob kann in vielen Spielen aus- und eingestellt werden. Eine Hitbox ist der Bereich um und auf den Körper einer Figur, der bei einer Attacke als getroffen gilt. Es gibt einfache Hitboxen, die sich wie ein Zylinder um die ganze Figur legen. Und komplexere Hitboxen, die in Trefferzonen eingeteilt sind. Je komplexer die Engine, desto genauer lässt sich die Hitbox an das 3D-Modell der Figur anpassen. Einfache Hitboxen sind auf der einen Seite super, weil wir unsere Gegner einfacher treffen können. Auf der anderen Seite sind sie aber auch teilweise echt nervig, weil unsere Gegner uns auch einfacher treffen können. Komplexere Hitboxen sind aus genau dem entgegengesetzten Grund praktisch bzw. unpraktisch. Ein Hitmarker wird überall da verwendet, wo sich wehgetan wird, zum Beispiel in Shootern. Dort muss nach einem Schuss ja irgendwie angezeigt werden, ob wir getroffen haben oder nicht. Das passiert entweder grafisch, indem zum Beispiel ein Teil der Rüstung abspringt, oder akustisch, durch einen Schmerzensschrei oder das Geräusch von einem Schuss, der Rüstung trifft. Den Horde-Modus oder Horden-Modus kennt man unter anderem aus Gears of War. Dabei geht es darum, allein oder mit Freunden gegen immer größer werdende Gegnerwellen anzutreten. Da das eine ganze Horde von Gegnern ist, nennt man ihn eben Horde-Modus. Dabei enthält jede Horde unterschiedliche Gegnertypen. Von kleinen Minions, die eher als Kanonenfutter taugen, bis hin zu wirklich dicken und nur sehr schwer zu besiegenden Gegnern, die meist gegen Ende der Welle auftauchen, ist alles dabei. Der Horde-Modus heißt nicht immer so. In Halo Reach nennt man ihn zum Beispiel Firefight. Je nachdem, für wen ihr euch in World of Warcraft entscheidet, könnt ihr übrigens immer im Horde-Modus spielen. HP ist die Abkürzung für Hit bzw. Health Points, also Treffer oder Gesundheitspunkte. Sie zeigen das Gleiche an, wie viel Treffer wir noch aushalten können, bevor wir sterben. Deswegen werden sie oft synonym verwendet. Der Unterschied zwischen den beiden ist der gleiche wie zwischen Optimist und Pessimist. Die einen bangen um die Treffer, die sie noch einstecken können, bevor sie sterben.
Die anderen freuen sich über die Gesundheitspunkte, die sie noch haben. Klassisches Glas halb voll, Glas halb leer. HUD bedeutet Head-Up-Display. Das wird in Spielen genutzt, um gleichzeitig mehrere Informationen im Spiel einzublenden. Zum Beispiel Position, Geschwindigkeit und Fahrzeugzustand in Rennspielen. Oder Gesundheit, Ausdauer, Mana und andere Werte in Rollenspielen. Und natürlich die Karte, die uns sagt, wo wir sind, wo wir hin müssen und wo wir besser nicht hin sollten, weil dort jede Menge Feinde sind. Das HUD kann in vielen Spielen verschoben werden, oft lässt es sich sogar ganz ausstellen. Das ist allerdings eine Glaubensfrage. HUD an für mehr Informationen oder HUD aus für mehr Mittendrin-Gefühl? Die Frage geben wir direkt an euch weiter. Schreibt uns die Antworten gerne in die Kommentare. Hat euch unser Video gefallen? Dann dürft ihr uns gerne liken oder abonnieren. Das ist genauso gut fürs Karma wie Mülltrennen und macht viel mehr Spaß. Mit unserem Abo habt ihr regelmäßig Videos zu Gaming und Hardware in eurer Abo-Box.